Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video soll es so ein bisschen um Krypto-Relaxo gehen. Das ist schon ein sehr geiles Pokémon. Es hat nur eine Schwäche und zwar die Kampfschwäche. Deswegen nehme ich Zubiris und auch Nidoqueen mit. Beide resistieren diese Kampf-Pokémon, weshalb das schon gar nicht so schlecht ist. Dazu muss man noch sagen, Zubiris hat nur eine Feenschwäche und Nidoqueen deckt diese sehr gut ab. Vielleicht harmonieren die drei. Ich bin gespannt. Wäre auf jeden Fall eine ganz geile Sache, weil ich sagen muss, Relaxo ist, ja, ist ziemlich fett, ne? Jetzt nicht nur körperlich, sondern auch vom Spielerischen her. Ein sehr, sehr starkes Pokémon mit Kraftkoloss. Echt genial. Falls du keine Videos mehr verpassen möchtest, lass doch gerne einfach ein Abo da. Und das wäre im Großen und Ganzen alles, was ich sagen wollte. Wenn dich Pokémon Unite interessiert, schau auf meinem Zweitkanal vorbei. Link in der Videobeschreibung. Aber ansonsten, Relaxo und die beiden möchten jetzt einfach mal loslegen. Ich wünsche dir viel Spaß und let's go. Wir haben ja auch mit Relaxo und dem Kraftkoloss die Möglichkeit, irgendwelche Unlicht-Pokémon oder auch Stahl oder sonst was da schon effektiv zu treffen. Barrikadax, wir werden sehr effektiv getroffen, ist aber nicht so schlimm, weil der Kraftkoloss, der zimmert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich setze einfach direkt ein, ohne Umwege. Ich bin mal gespannt, ob du das durchlässt. Was tust du, Kumpel? Ah, schade. Dann gehen wir raus. Dann gehen wir einfach ganz entspannt in Nidoqueen, haben immer noch Relaxo über. Zubiris ist auch noch am Start. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch was reißen kann. 1, 2, 3. Ich werde jetzt auch schon anfangen, diese Nachthieb hier zu schilden. Und dann müssen wir mal schauen. Ja, schwierige Kiste. 1, 2, zack, einfach mal ganz entspannt einsetzen. Ich mag Nidoqueen. Nidoqueen ist ein saustarkes Pokémon und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was du so in deiner Backline hast. Ich bin mir aber sehr sicher, dass ich dich hier komplett runterfarmen kann. Bitte, lass mich diesen Schild hier nicht bereuen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Ein, wie heißt er? Erdkräfte wäre schon ziemlich gut gegen dich. Ja, ich weiß, wird resistiert, macht aber dann doch ein bisschen mehr Schaden. Schwierige Sache. Wir gehen erstmal hier raus, damit du deine Energie ausgibst. Der Giftzahn kommt. Der macht natürlich auch echt viel Schaden. Sehr, sehr viel Schaden. Zack. Dann kommen wir hiermit wieder rein und ich hoffe, dass du entweder einsetzt. Ich verliere den Gleichstand. Das ist sehr mies. Ich hätte gerne dein Schild bekommen oder dich zumindest besiegt. Was kann Zubiris reißen? Kriege ich dich gefarmt oder schaffst du noch einen? 1, 2, 3, 4. Ah, da ist leider nochmal eine abschwächende Attacke. Ich, oder? Bitte kein Spukball. Spukball wäre jetzt anders mies. Okay, das geht. Was ist dein letztes Pokémon? Irgendwas, das mich jetzt leider trotzdem komplett zerstört? Ich bin gespannt. 1, 2, 3, 4. Ich gehe hier auf den resistierten Move. Meine Sofortattacken werden auch aufs Übelste resistiert. Sehr schwierige Situation, das reicht aber. Alles klar. Okay, das wird leider dann nichts mehr. Ne? Dich kriege ich nicht, ja, oder? Nee, ne? Es sei denn, du lässt aus irgendeinem Grund das hier durch. Falls du das hier, ich wüsste nicht wieso, durchlässt, dann sieht's gut aus, schade. Warum solltest du auch? Warum solltest du das auch durchlassen? Barrikadax? Doppelgift. Du gewinnst mit deinem Pokémon die Führung gegen mich und bist da noch sehr, sehr gut aufgestellt. Ärgerlich, aber muss ich durch. Interessantes Team. Vorne Kampfschwäche, Feenschwäche, Kieferschwäche, hinten die Resistenz durch die anderen beiden. Kommt mir bekannt vor. Alles klar, sah nicht verkehrt aus, dein Team. Wir müssen mal schauen. Der erste Kampf, der war leider nicht so optimal. Wir hatten aber auch durch die Matchups, die wir hatten, echt Schwierigkeiten. Was nicht gerade geil ist, aber Relaxo gegen Zubiris, schwierig, aber
spielbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das Nette ist ja auch, dass unsere Sofortattacken hier sehr guten Schaden anrichten und wir seine resistieren. Unser Body Slam macht natürlich kaum Schaden, ist aber auch irgendwo, ist schon irgendwo okay. Hast du einen doppelten Schmarotzer? Das wäre, denke ich, gar nicht so geil. Okay, der erste kommt. Ich setze hier direkt ein. Du fängst auf Asu ab. Alles klar, mein Freund, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich abfangen ist. Du bist bei einer Sofortattacke, ne? Das heißt, du hast jetzt 2, 3, 4, 5, 6. Wir setzen mal ganz entspannt ein. Macht das zufällig genug Schaden, um dich hier zu besiegen? Das wäre eine ganz geile Kiste. Never okidoki. Wäre auch zu schön gewesen. Ich werde selbstverständlich hier reinschilden. Dieses Zubiris muss ich ebenfalls noch besiegen. Hydropumpe, ein sehr wichtiger Schild gewesen. Ein wirklich, wirklich wichtiger Schild. Womit kommst du jetzt rein? Was tust du? Werde ich einfach direkt auf Giftzahn gehen? Weil ich danach auch dieses Zubiris runterfarm? Ja, wir wollen dich hier abschwächen. Wir schwächen dich ab. Da alles von mir resistiert wird, können wir zumindest die Uhr hier so ein bisschen runterticken lassen. So, 1, 2, 3, 4, 5 und rüber. Wir fangen ganz entspannt die Attacke ab. Du hast zwar noch deine Schilde, was nicht gerade geil ist, aber ich muss schauen, wie ich hier noch aus dieser Situation rauskomme. Es wird nicht gerade leicht für mich. Aber wir geben nicht auf. Das heißt, du bist bei 1, du bist bei 2, 3, 4, 5. Ich setze jetzt ganz entspannt ein. Da ich deine Verteidigung gerade abgeschwächt habe, macht das hier mehr Schaden. Okay, so, 6, 7. Es könnte rein theoretisch ein Sturzflug sein. Den werde ich respektieren. Ist er das? Nein. Dann bist du bei plus 2 Sofortattacken. 1, 2. Bei dir machen wir jetzt ganz entspannt das hier. Alles klärchen, mein Freund. Wie komme ich hier aus der Situation nochmal raus? Ich weiß es nicht. 1, 2, wir fangen ab und müssen hoffen. Warte mal, nein. Du bist bei 2 Sofortattacken. Ich kann dich drüben leider nicht runterfarmen. Das wird nichts. Schade. 1, 2, 3. Jetzt kommt der Schmarotzer und der besiegt mich, glaube ich, ne? Hey, wie ärgerlich ist es denn jetzt gerade? Das Team war eigentlich schon gar nicht so schlecht von mir. Ah, ich kriege dich nicht gefarmt. 1, 2, nein. Ah, ist das mies. Das ist gerade super ärgerlich, aber aufgeben wollen wir nach wie vor trotzdem nicht. Ich hatte schon 2 Sets damit gespielt und das war, glaube ich, ein 3 zu 2 und ein 4 zu 1, weshalb ich jetzt das hier gerade gar nicht so geil finde. Egal, durchziehen. Relaxo. Okay, das Schlurp-Matchup kennen wir. Wie ist das hiermit? Wir sind Krypto. Da ist der Schaden schon gar nicht so schlecht. Zack, wir hauen auch direkt die Attacke aus. Die Frage ist, lässt man das hier durch? Wird man gleich anfangen zu schilden? Was macht man? Kann ich von dir einen Himmelsfeger wegtanken und schaffe dann noch einen Bodyslam? Oder kannst du mich nach Einsetzen deines Himmelsfegers ganz entspannt runterfarmen? Boah, meine Freunde, das sind Fragen über Fragen, wo ich mir gar nicht sicher bin, wie ich das ausspielen kann. Es sieht so aus, als schaffe ich noch eine. Perfekt. Ich ziehe hier, glaube ich, sogar, weil wir ein fettes Krypto sind, ganz entspannt ein Schild, was ich mit Schlurp nicht hinbekomme. Perfekt. Ja, warte mal. Warte mal. Wer geht... Oh, nö, das ist doof. Zubiris eine Sofortattacke. Klatsch, okay. Schade, ich hätte gedacht, dass wir das vielleicht nochmal hinkriegen. Guck mal, du bist das Ding. Jetzt hauen wir hier sehr effektiven Schaden und ein Deoxys, was ich ja auch gar nicht so schlecht finde, ne? Was ich natürlich nicht so schlecht finde. Gehst du auf Psychschub oder setzt du die anderen Attacken ein? Was tut man hier an der Stelle? Ich weiß es selbstverständlich nicht. Darf ich das denn hier gleich ganz entspannt schilden oder werden wir das durchlassen? Schwierig, mein Freund. Sehr schwierig. Doppelten Psychschub schilden?
Ich glaube ja. Eins, zwei, drei. Kann ich zweimal schilden und dich dann komplett runterfahren oder schaffst du dann einen dritten? Weil das hier zu schilden ist sehr wichtig. Zack. Ja, das passt. Das heißt, ich schilde das, farm dich runter, drück Tropius gleich noch sehr effektive Sofortattacken plus sehr effektive Ladeattacken. So, du wirst komplett gefarmt. Wir machen dann bei Tropius, bam, eine Sofortattacke, werden dann das hier einsetzen. Du bist bei 3. Ich glaube, mein Freund, dass ich da tatsächlich noch einen gegen dich schaffe. Das heißt, 1, 2, einsetzen. Das kommt natürlich ganz gut. Und ich gehe fest davon aus, dass wir hier ein Schild bekommen. Bam. Jetzt machen meine Sofortattacken noch mehr Schaden. Was ja ganz geil kommt und wir besiegen dich hier. Perfekt. Unser Nidoqueen darf hier nochmal steil gehen. Diese Schilde bei Deoxys waren sehr wichtig, damit wir hier anfangen konnten, sehr effektiven Schaden zuzufügen. Was natürlich ganz gut kommt. Wir werden weiter durchziehen. Relaxo. Ja, das war gegen Altaria gar nicht so schlecht, muss ich ja mal sagen. Es war nur ärgerlich, dass es da mit einem KP da gefühlt vielleicht auch zwei gewinnt. Das war doof. Das gefiel mir nicht, aber egal. Relaxo gegen Flunschlick. Da wir mit Kraftkolosse zuschlagen können, ist das gar nicht so schlecht. Guck mal, du gehst raus, ich gehe ebenfalls. Und habe dann hier eine sehr geile Antwort gegen dich. Mein Wechsel war ein bisschen verspätet, ist aber gar nicht so tragisch. Eishieb kommt so. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 setzen im Gleichstand von deinem Eishieb die nächste Attacke ein, da wir die Gleichstände gewinnen. Jetzt wird halt spannend, mein Freund. Lässt du das durch oder besiegt dich das? Bitte, besieg. Ohne dass wir noch Schaden kassieren. Perfekt. Das sieht gut aus. Alles klar. Nette WP hast du auf jeden Fall. 1500 gefällt mir. Okidoki. Kommst du mit Flunschlick wieder rein? Auch dann. 1, 2, 3. Auch hier. 4. Können wir noch viel Schaden verursachen? Bist du vorhin anfangs direkt rausgegangen? Wenn ja, dann hast du jetzt viermal eingesetzt. 4, 5, 6, 7, 8. Du hast jetzt ein Erdbeben ready. Du kannst natürlich einen Steinhagel besiegen, einsetzen, nämlich besiegt. 8, 9, 10, 11, 12. So. Dann hast du, glaube ich, direkt das Erdbeben gleich am Start, ne? Der Steinhagel kommt und ich meine, du hast direkt das Erdbeben. 1, 2, 3. Ich glaube, ich würde das in Erwägung ziehen zu schilden. Komm schon, bitte sei kein Köder. Ja, wichtiger Schild. Was hast du noch mit? 1, 2, 3. Komm, wir setzen direkt den fetten Move ein, um dich zu besiegen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee, oder? Wirst du das durchlassen? Nö. Dann gehen wir direkt raus und hoffen natürlich, dass wir hiermit gar nicht so schlecht unterwegs sind. Erdbeben schilden wäre wichtig. Bitte kein Köder, haben wir gesagt, ne? Haben wir doch gesagt. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommen auch direkt Erdkräfte von mir. Ohne irgendwelche Umwege. Einfach den fetten Move von meinem Krypto und der haut dich hier fast weg. Perfekt. So, du musst natürlich gleich einsetzen. Ich werde einen Schmarotzer überleben. Von daher, oder überlebe ich den? Ansonsten farme ich dich halt drüben runter. Und wir schauen. Kommt da vielleicht nochmal der Giftzahn an? Perfekt. Der besiegt dich. Dein Flunschlick bekommt kaum Farm. Wir werden da, glaube ich, sogar noch ein Erdbeben überleben. Und durch die ganzen Schlecker, die da kommen, wird ein Body Slam ausreichen, um dich zu besiegen, was selbstverständlich ganz geil ist. Oh, auch hier schöne WP. Schaffst du überhaupt noch eine Attacke? Ja, schaffst du. Aber der Schlecker, der danach ankommt, der wird dich besiegen. Und das Erdbeben müssten wir hier eigentlich noch überleben können. Ja, perfekt. Sauber, Relaxo ist eine tanky Maschine. Auch in der Superliga. Die Stärken liegen selbstverständlich in der Meisterliga. Weil es hohe WP hat und einen hohen Angriffswert, kann man es sehr hoch pushen und es entfacht erst dort das volle Potenzial der ganzen Defensive, weshalb das hier zwar auch tanky ist, aber in der Meisterliga viel mehr aushält. Man könnte hier sogar mal ein Faxo spielen.
Die Vorentwicklung hält hier mehr aus als Relaxo. Ich finde aber das Moveset nicht so geil. Okay, wir dürfen hier gegen nochmal kämpfen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das sehr dolle IV-abhängig war. Das heißt, wenn der Gegner irgendwie jetzt hier ein paar weniger KP hat oder ein bisschen weniger Verteidigung, können wir das Matchup hier eigentlich auch holen. Je nachdem, was hier passiert. Es sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Ich mag Relaxo auf jeden Fall. Das ist ein wirklich geiles Pokémon. Es ist stark, das Moveset ist Hammer, man könnte sogar noch viel mehr draufpacken, irgendwie ein Erdbeben oder auch ein Ramboss, ein Wutanfall. Also das Ding hat schon sehr, sehr coole Attacken. Ich bevorzuge aber das hier, Kraftkoloss Body Slam. Nein, wir gewinnen dieses Matchup einfach nicht. Keine Chance. Genauso wie vorhin. Okay, dann machen wir hier wieder eine Sofortattacke und das war's. Kommt da jetzt eine Fee rein oder was anderes? Flunschlag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, du farmst mehr, als du brauchst, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Es wäre doof, weil mitzählen wäre jetzt hier schon wichtig. 9, 10. Oder? Ich bin schon raus. Ich bin raus tatsächlich. Egal, ich schilde hier. Schade. Sehr mieser Schild. Okay. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4, mein Freund. Ist dein letztes Pokémon schwach gegen mich? Zeig mal her. Das heißt, 1, 2, abfangen. Oh nein. Oh nein, oh nein. Komm, bitte. Gib mir einfach das Erdbeben und das war's an der Stelle. Ah, ich habe das nicht geschafft mit dem Abfang. Da ist es. Nehmen wir. Nehmen wir, kein Thema. Ich glaube, Zubiris wird noch wichtig. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, Zubiris wird noch wichtig. Von daher wollte ich das Ding auf jeden Fall am Leben erhalten. Wartet da hinten ein Trombok oder was anderes? 1, 2, 3. Das Ding wartet da. 4. Okay, es war zu erwarten. Mein Nidoqueen wäre nicht so geil, weil das durch eine Psychokinese besiegt wird. 4, 5, 6 einsetzen, im Gleichstand der Ice Heap kommt. Ich werde noch eine Attacke vor dir schaffen, dich besiegen und dieses Flunschli können wir hoffentlich runterfarmen. Das wäre schon eine sehr, sehr geile Geschichte, wenn mein kleiner Kumpel Zubiris das noch schafft. Ist es der Ice Heap? Ja. Du brauchst 6 weitere, bis du noch einen hast. Das heißt 1, 2, 3, 4 einsetzen, dich besiegen und jetzt wird spannend. Schaffe ich es, Flunschläge runterzufarmen? Meine Sofortattacken machen mehr Schaden als seine. Wie viel KP hast du? 1, 2, 3, ja, das geht aus, das geht sich aus. Perfekt, Hammer. Es war so wichtig, Zubiris hier am Leben zu erhalten. Nidoqueen wäre durch eine Psychokinese echt mies am Arsch gewesen. Das wäre ordentlich draufgegangen. Von daher Zubiris, hier Itembeutel voll. Warum ist der denn voll? Ach so, weil ich gerade Dings. Ich habe gerade die ganze Zeit den Go Plus laufen lassen, weil ich mir noch eine ganze Zeit lang, Rauch am Start hatte nach dem C-Day. So, du gehst jetzt erstmal in den Pokéball, bleibst da hoffentlich drin. Okay, wir sind schon mal nicht negativ hier rausgegangen. Ich hoffe, dieses Team hat dir gefallen. Gerne dein Feedback in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.